Damn Blumber is the place to be. Damn Blumber is the place to be. Damn Blumber is the place to be. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mit eurem Gameblamer hier wieder bei Suikoden und wir sind dabei, den Milchtypen, einen der großen fünf Generäle, platt zu machen in seinem eigenen Schloss. Auf geht's! Achso, nee, jetzt können wir ja wieder hier die Falkenrune einsetzen. Sehr gut. Und wir können aus jeder Position endlich wieder angreifen. Wir haben keine nutzlosen Teammitglieder mehr in der Gruppe. Gepriesen sei der Herr. Ich will nach meinem eigenen Geschmack malen, aber Milch hat mir meine Freiheit genommen. Werdet ihr mir meine Freiheit zurückgeben? Natürlich. Okay. Das war sinnloses Hin- und Hergerenne. Wir werden aber nochmal zurückrennen, weil da sind ja überall Truhen. Und ich weiß nicht, ob wir da nochmal dran dürfen, wenn wir Milch besiegt haben. Ne? Das ist nämlich dann, wie wir erinnern uns, ne, bei unserem HQ, das wir eingenommen haben. Da gab es auch jede Menge... Ach so, da komme ich jetzt so nicht ran. Okay. Ah, okay, so rum. Es war unser Turm, da habe ich ja auch gesagt, ich gehe erstmal durch, besiege den Drachen und dann gehe ich an die Truhen. Und im Nachhinein kommt man aber an die Truhen gar nicht mehr ran. Das war ja dieses große Kasus Knaxus. Rote Farbe erhalten. Mal ehrlich, guck mal schon wieder, wie verwinkelt dieses blöde Schloss ist. Wer baut so verwinkelte Schlösser? Kann nur ein Vollhorst sein. Hä? Ah, okay, verstehe. Verstehe jetzt, wer hier der Vollhorst ist. Oh, wow. Nee, Sorry, aber das ist auch für mich zu viel. Nein. Gegen 6 Stück von denen kämpfe ich nicht. Mein Name ist Cassius. Ich bin ein Sänger und meine Loyalität gilt nur dem, der meine Lieder vollends versteht. Und das ist Meister Milch. Vollidiot. Hat jemand gerade eine Hand frei, um diese Blumen abzufackeln? Hört auf! Was tut ihr meinen geliebten Blumen an? Ah! Milch, jetzt bist du fällig. Und ich konnte immer noch nicht speichern. Wenn ich jetzt verliere, kann das echt übel enden für mich.
Autsch, es tut so weh. Mein Arm brennt. Windys Rune schmilzt. Aufhören. Oh. Was soll das alles? Fang besser an, deine letzten Sekunden zu zählen, Millig. Um Gremio zu rächen, werde ich euch niederstrecken. Ich ebenfalls. Seid bereit zu sterben. Gremio? Rächen? Wartet mal, General Millig. Habt ihr eine schwarze Rune getragen? Schwarze Rune? Oh, meint ihr diese Rune, die Windy mir gab? Aus dem Weg, Matthew. Schwarze Rune, lila Blume. Das ist doch egal. Dieser Kerl hat Gremio getötet. Das stimmt. Wir dürfen ihm nicht vergeben. Was denkt ihr, Gameblamer? Dieser Mann trägt keine Schuld. Meister Gameblamer, wollt ihr etwa nicht Gremios Tod vergelten? Genau, ich verstehe dich nicht. Hör auf, Victor. Flick, halte mich nicht auf. Es reicht, Victor. Unser Anführer hat entschieden. Folge seinem Befehl. Flick, was meinst du mit Anführer? Ihr seid Theos Sohn. Kommandant Gameblamer der Befreiungsarmee, ich habe eine Bitte. Ich, Millig Oppenheimer, würde gerne eurer Armee beitreten. Der Kaiser wurde von Windys Ähnlichkeit mit der verstorbenen Kaiserin Claudia geblendet. Aber im Gegensatz zu Claudia ist Windy eine Zauberin mit bösen Absichten. Also bitte ich euch, lasst mich der Befreiungsarmee beitreten. Ich verstehe. Hab Dank. Wieso? Ich kann das nicht hinnehmen. Hör auf, Pan. Hilfe, Hilfe! Was ist los, Stallion? Die kaiserliche Armee kommt. Sanchez sagt, ihr sollt sofort zurückkehren. Was? Kommandant Gameblamer, wir müssen umgehend unsere Armee aufstellen. Schon wieder ein Kampf? Ich komme hier zu gar nichts. Ich komm echt zu nix. Hier hat sich schon wieder... Ey, jedes Mal ändert sich hier alles. Was ist denn hier passiert? Hier ist ja nichts mehr. Warum ist denn das jetzt in der vierten Etage? War doch vorher in der dritten. Kommandant Gameblamer, dieses Mädchen hier sagt, sie sei Kazumi, ein Ninja aus dem verborgenen Dorf Rokkaku. Meister Gameblamer, ich bin Kazumi, ein Ninja aus dem verborgenen Dorf Rokkaku. Rokkaku hielt sich lange der kaiserlichen Herrschaft fern, aber wurde letzten Endes von den Streitkräften Theo McDouls erobert. Unser Oberhaupt, Hanzo, half bei meiner Flucht und beauftragte mich, der Befreiungsarmee von dem Blutbad zu berichten. Meister Gameblamer, lasst mich an eurer Seite kämpfen. Meister Gameblamer, bitte beeilt euch, Theos Armee ist nah. Also ist dieser Tag endlich gekommen. Ich kämpfe gegen General Theo. Lasst uns dem Feind entgegentreten. Sie sind da. Endlich sind sie da. Auf dem gegenüberliegenden Ufer und in erheblicher Anzahl. Kommandant Gameblamer, ich schlage vor, dass wir sie erst in ein Geplänkel verwickeln, um ihre Stärke zu prüfen. In Ordnung. Dat Mutt. Kann du nix machen. Kann du nicht machen. Boah, 14.000. Verräter, ich werde keine Gnade zeigen. Nicht einmal für meinen Sohn.
Das schwöre ich bei meinem Namen. Theo McDool. Meister Theo. Kundschaft die feindliche Strategie aus. Gelingt garantiert. Ja, der erste Schlag muss sitzen. Der erste Schlag muss sitzen. So, der Plan des Feindes ist... Kavallerieangriff? Ach du Scheiße. Ja, machen wir Magie. Das bringt nichts. Das hätte eigentlich dafür sorgen sollen, dass sie gar nicht erst voranschreiten können. Wann hat von mir jemals ein Magieangriff funktioniert? Gar nicht, ne? Scheiße. Wieder Kavallerieangriff. Was hilft denn dagegen? Gar nichts, ne? Ja, dann machen wir hier verstärkt Nahkampfangriff. Übliche Team, kennt man ja schon. Bei meinem Schwert, ich werde euch besiegen. Ich denke mal, das ist so gewollt, dass wir verlieren. Das ist absolut gewollt. 100 Pro. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ja, da ist ja gar keine Chance. Wir wurden ausgelöscht. Vergebt mir. Also ich denke, das war gewollt. Ja. Wenn es so weitergeht, werden wir vernichtet. Wir sollten uns besser zurückziehen, bevor wir noch mehr Schaden erleiden. War klar. Alan, Grenziel, ihn nach. Vernichtet die Befreiungsarmee. Meister Gameblamer, ich werde sie aufhalten. Bitte flieht schnell. Pan, du kannst sie nicht allein besiegen. Möchtest du etwa sterben? Das habe ich nicht vor, aber wir werden Meister Theo nie aufhalten, wenn wir nicht unser Leben aufs Spiel setzen. Pan, wir warten auf dich. Haltet mich bitte nicht auf, Meister Gameblamer. Ihr dürft hier nicht sterben. Verschwendet nicht das Leben, welches Gremio euch geschenkt hat. Ach, viel Glück. Kein Problem. Zum Abendessen bin ich zurück. Cooler Typ. Ja, doch dann. Das ist ein Versprechen, Pan. Klar. Pan, geh mir aus dem Weg. Entschuldigt, aber ich kann nicht. Du widersetzt dich mir, Pan? Ich diente einst dem Reich und verriet sogar Meister Gameblamer. Aber jetzt weiß ich genau, was ich möchte und wie ich leben will. Jetzt, wo ich mir dieser Dinge sicher bin, kann ich sie nicht mehr ignorieren. Ich verstehe. Ich hätte nie gedacht, jemals gegen dich kämpfen zu müssen. Alan, Grenziel, bleib zurück, das ist ein Duell, Pan. En garde, Meister Theo. Muss ich das echt führen? Das Duell? Oh. Okay. Wilder Angriff. Ach du Scheiße.
Das sollte ich bestimmt auch verlieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da gewinnen kann. Bist du nun zufrieden, Pan? Wieso kehrst du nicht zum Reich zurück? Ich kann dir dabei helfen, wenn du es wünschst. Entschuldigt, Meister Theo. Ich wähle meinen eigenen Weg. Du weißt, was mit Verrätern geschieht, wenn sie gefangen werden. Ja. Vergib mir, Pan. Es tut mir leid, Gremio. Ich kann den jungen Meister nicht mehr beschützen. Ey, alle sterben. Alle vom Anfang sterben. Ich habe da überall Geld reingesteckt und Zeit. Nur damit die alle verkacken oder was? Das ist doch ätzend. Kommandant Gameblamer, die Soldaten sind erschöpft. Wir machen besser eine Pause. Das sehe ich auch so. Panzerkavallerie, hm? Was zum Teufel geht hier vor? Unsere Angriffe richten nichts aus. Meister Gameblamer, euer Bett ist gemacht. Bitte sortiert eure Gedanken und ruht euch aus. Also soll ich mich wohl schlafen legen. Nach und nach verliere ich alle. Oh. Gameblamer. Gameblamer. Wacht auf, Gameblamer. Gameblamer, ihr seid verloren und verwirrt. Gremius tot, euer Kampf gegen euren Vater. Aber ihr müsst weitermachen. Schon, aber... Es wird Zeit, dass ich euch von mir und meiner älteren Schwester Windy erzähle. Meine Schwester Windy und ich sind Überlebende vom Clan des Tores. Gameblamer, schaut auf die Rune, die Ted euch gab, auf eurer rechten Hand. Diese Rune, der Seelenfresser, ist eine der 27 wahren Runen. Es gibt viele Runen auf dieser Welt, aber sie alle stammen von den 27 wahren Runen ab. Deshalb wohnen den 27 wahren Runen schreckliche Kräfte inne. Der Seelenfresser, den ihr tragt, muss noch sein wahres Potenzial offenbaren. Meine Schwester Windy trägt ebenfalls eine der 27 wahren Runen, die Torrune. Scheiße! Sollte meine Schwester zwei wahre Runen erlangen und sie für Rache nutzen, wird es schrecklich für diese Welt enden. Die wahren Runen sind viel zu mächtig, um von Menschen genutzt zu werden. Nur ihr könnt meine Schwester aufhalten. Die Zeit wird knapp. Verliert eure Zuversicht nicht, bleibt tapfer. Wow. Die Rune sollte ich mal einsetzen können in den Kämpfen, in den Schlachten. Das wäre klasse. Guck mal, nächster Tag schon wieder fröhliche Musik, alles gut anscheinend. Ich wurde von Odessa gerettet. Meister Gameblamer, gute Neuigkeiten. Flick. Hey, mir kam, als du schliefst, eine Idee. Hey, Anführer, hör zu, ich habe eine tolle Idee. Was denn? Sag schon. Feuersperre, ihr erinnert euch? Ja, wir lieferten die Blaupause nach Saradi. Wenn wir diese Dinger beschaffen, sollten wir die Panzerkavallerie besiegen können. Immerhin war der Feuerspeer Odessas letztes Geschenk. Ich weiß nicht. Als das alte Versteck der Befreiungsarmee angegriffen wurde, schien es, als wären die anderen Verstecke auch zerstört. Wir wissen nicht, ob es die Geheimfabrik noch gibt. Wir haben aber keine andere Wahl, als es herauszufinden. Okay.
Aber um zur Geheimfabrik in Norden zu gelangen... Im Moment können wir nur nach Norden gehen, wo die Geheimfabrik liegt. Wir müssen natürlich die Seeroute nehmen. Okay. Also hinbeamen kann ich mich nicht, anscheinend. Hey, Chef. Nicht Chef, Meister Gameblamer. Halt die Klappe. Egal. Schaut euch das mal an. Ein Schnellboot, was ich kreiert habe. Naja, dieser alte Knacker hat auch mitgeholfen. Wir wollen gleich einen Stapellauf veranstalten. Wollt ihr mitfahren? So ein Zufall. Ja, lasst uns losfahren. Ein Anfänger kann dieses Ding unmöglich steuern. Bitte holt jemanden, der sich mit Booten auskennt. Was für ein dreckiges Mundwerk dieser Kerl hat. Ja, ist schon klar. Ja. Ja, lass uns losfahren. Ach so, das ist halt wegen meinem... Ja, warum... Gerne würde ich irgendwo in der weiten Welt umherwandern. Was soll gegen unser Teil? Lalalala. Wollt ihr heute Nacht mein Zechbruder sein? Ja, warum? Jetzt muss ich wieder nach oben. Also ich musste erst weg. Jetzt muss ich wieder nach oben. Ja, jetzt ist keiner mehr hier. Wo ist denn jetzt der Methyl-Yu? Wie wäre es mit etwas Wein? Gruppenmitglieder auswechseln. Warum muss ich das denn jetzt bei ihm machen? Okay. Also. Wir müssen ja nur... Also einmal müssen wir auf jeden Fall hier den Gen. Wo ist Gen? Warum ist ein Gen nicht dabei? Da müssen wir Tao Ho mitnehmen. Der ist auch nicht dabei. Ach doch, da. Tai Ho. Mal nochmal gucken, ob ich nicht Gen zufällig übersehe. Nee. Ja, müssen wir Tai Ho mitnehmen. So, und den Rest, dann nehmen wir die typischen Verdächtigen mit. Victor natürlich. Cleo. Valeria. So. Zwei für vorne. Wir haben schon drei für hinten. Wobei ich Tai Ho eigentlich auch nach vorne stellen könnte. Aber ich brauche noch jemanden für vorne. Ich nehme Flick wieder mit. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch an der Formation feilen. Ich gehe natürlich wieder nach hinten. Flick geht nach vorne. Victor geht allerdings an die Stelle, weil die am meisten angegriffen wird. Tai Ho geht nach hinten. Valeria dafür nach vorne. So. Ja, so sieht halt gut aus. Nein! Oh! Chef, bla 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 bla. Ja, lass uns losfahren. Wow, das ist ja mal was. Alle festhalten, es geht los. Psst.
Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Nach Norden. Da kann man nicht so durchfahren, ne? Bam. Nein. Charazada. Eine verdächtige Gestalt. Wer bist du? Okay, hier sollen wir also nicht hin. Dann bleibt im Norden ja nur noch da dieses andere blinkende Dingen. Bam. Kirov. Okay, kein Mensch zu Hause. Das große Haus dort gehört Kunto, dem Chef von Kirov. Ja, jetzt müssen wir ja halt überall wieder hin und alle anquatschen, ne? Weil könnten wieder Leute für unsere Armee sein. Wer seid ihr? Ich mache nur die Wäsche. Rekrutieren. Die Befreiungsarmee? Dort sollte es Unmengen an Wäsche geben. Okay, ich trete euch bei. Aber nur, wenn ihr mir etwas Seife besorgt. Ich habe gerade mein letztes Stück benutzt. Das sollte jetzt, glaube ich, nicht das Problem sein. Ich bin Melody. Wer seid ihr? Oh, der Anführer der Befreiungsarmee. Ich bin dagegen ein Niemand. Aber ein Runenmeister hat eins gesagt, ich hätte eine besondere Gabe. Ich brauche jedoch eine Rune, um sie zu nutzen. Es gab einst eine schreckliche Schlacht im Norden, in Kalekka. Ich will mich am liebsten gar nicht daran erinnern. So, kann ich hier Seife kaufen? Medizin, Opfer Jitsu, Schutzhaube Rüstlichkeit, Feuerkristall, Glückskristall, verdoppelt Erfahrung. Sehr geil. Zucker. Süß. Gut zu wissen. Die Kontrolle durch das Reich hier ist sehr lasch, daher gibt es viele seefahrende Schmuggler. Ne, Moment. Ach so. Klar, ich habe etwas Seife und würde euch etwas borgen, aber meine Sojasauce ist alle. Holt ihr mir welche? Boah, ja, wo gibt's denn hier Sojasauce? Guck mal, so eins. Halpen. Wo kriege ich denn jetzt Sojasauce her? Vielleicht gibt es jetzt Sojasauce zu kaufen? Nee. Vielleicht hat ja hier jemand Sojasauce. Mein Name ist Georges, was ich mache? Nun, Freiberufler trifft es ganz gut. Ich bevorzuge ein ruhiges Leben, wieso spielen wir nicht ein Spiel? Wenn ihr gewinnt, trete ich euch bei. Welches Spiel das wohl sein wird? Oh, ein anderes. Soll ich das Spiel erklären? Ja, okay. Es ist einfach. Dreht zwei Karten um. Passen sie zusammen, verschwinden sie. Verschwinden alle Karten innerhalb der Zeit, gewinnt ihr. Auch während eine Karte verschwindet, könnt ihr weitere Karten umdrehen. Soll ich das Spiel... Okay. Thank you.
Nein. Ziemlich gut. Wie wäre es mit einer weiteren Runde? Ja. Zack. Ach komm, die Zeit lief aber jetzt ziemlich schnell weiter. Wie wäre es mit einer weiteren Runde? Meine Fresse. Mein Gott. Victor war auch hier. Ach, der war auch hier, meine ich. Oder hier. Ah, immer so knapp, ey. Nee, komm. Spielen wir bald wieder. Also ich müsste einen Rekord brechen, damit der folgt. Aber guck mal, ich war so gut, ne? Geheimfabrik der Befreiungsarmee. Das Dorf Kalecka liegt nördlich von hier, aber es ist nur noch eine Ruine. Ja, aber da werden wir wohl hin müssen. Aber jetzt können wir endlich mal wieder speichern. Erstmal übernachten wir. Ne? Kennen wir ja schon. Und jetzt speichern wir tatsächlich mal wieder. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht.
So, ja, dann müssen wir nach Norden. Vielleicht kriegen wir da ja auch Sojasauce. Durch das Dorf müssen wir definitiv auch durch. Boah, ich bin mal gespannt, was für einen Schaden die Bären machen. Die stecken auf jeden Fall viel ein. Knapp 500. Knapp 500 stecken sie ein. Sieht schon sehr heruntergekommen aus. Ihr müsst Gameblamer, Anführer der Befreiungsarmee sein. Ich kenne euch. Seid auf der Hut. Im Krieg kann nur der Starke überleben. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ihr müsst so viele Soldaten rekrutieren, wie ihr nur könnt. Ja, warum kommst du dann nicht mit? Mein Gott, sind das da hinten Ninjas? Oder sowas ähnliches zumindest. Oh. Okay. Da werden wir wohl wieder gleich ein bisschen eine Levelrunde einlegen müssen. Eine Levelpause. Ihr kriegt das ja nicht mit. Lohnt sich das auf jeden Fall mal wieder eine Hochlevel-Pause zu machen. So, und das haben wir jetzt gerade gekriegt. Silber irgendwas. Das Silberhalsband haben wir schon leer. Glückskristall habe ich ja vorhin geholt. Silberfäustlinge. Kann die denn auch benutzen? Ja, kann sie. Wir müssen nur gucken, welches von beiden mehr bringt. Okay, das bringt. Nee, das bringt nicht mehr. So bringt's mehr. Windruhenstück. Oh, das ist auch nicht schlecht. Eieiei. Ach scheiße, ich hab Victor gar nicht voll geheilt. Dann machen wir bei ihm. So. Mehr Falkenrunen braucht das Land. Boah. Heftig. Guck mal, wie viel Medizin die hat. Und ich verbrauche da so viel von Victor. Ist natürlich auch nicht clever.
Aber eigentlich könnte man hier wahrscheinlich komplett ohne Kämpfe durchgehen. Wenn man nicht gierig wäre, ne? Aber das bin ich nun mal leider. Aber gut, wir wollen uns ja auch hochleveln, ne? Boah. Ich könnte jedes Mal kotzen, wenn die ausweichen, ne? Jedes Mal könnte ich da im Kreis kotzen. So eine Scheiße. Aber das kennen wir ja noch vom Anfang. Da sind die ja auch ausgewichen, die Blöde. Ach, da sitzt sogar jemand am Tisch. Ist egal, mit dem reden wir erst, wenn wir die Spur geholt haben. Boah, und Kohle kriegen wir auch jede Menge. Altes Buch, Band 8. Okay. Alle anderen scheinen ganz in Ordnung zu sein. Aber ist egal, wir brauchen's. Wir brauchen's tatsächlich. Wenn man mal sieht, wie viel Schaden die uns antun. Geht halt dann nicht anders. So, quatschen wir mal mit dem. Kann ich nicht, oder? Ah, jetzt. Was wollt ihr, junger Mann? Ich? Ich bin der letzte lebende Einwohner dieser Stadt, dieser verlorenen Stadt. Ja. Ja, sagt mir aber nichts. Toller Typ. Jetzt werden wir hier draußen auch schon überfallen. Boah, 4 Ninjas. Seht ihr? Da hat sich das Leveln doch schon gelohnt. Da auf die andere Seite komme ich gar nicht. Ach so, ich muss aus dem... Ah, ich muss aus der anderen Seite von dem Haus wieder raus. So sieht's aus. Zu spät gecheckt. Tut mir leid, Leute. Da krieg ich Brechdurchfall. Wenn ich so einen Scheiß sehe. Dass die ausweichen.
Können wir erstmal das halbe Team wieder neu herstellen. Und warum hat er überhaupt so viele Nadeln auch? Ah, für Victor wäre noch normale Medizin, okay. Eine Antiquität. Ei. Ich mag Valeria, die lässt sich von keinem hier kaputt machen. Rosenbrosche. Gucken wir mal, ob Cleo die anlegen kann. Und wo die hingehört. An Kopf. Schild auch nicht. Körper auch nicht. Okay, eine Rosenbrosche kann sie nicht benutzen. Okay. Einmal Megamedizin auf Valeria, die hat nämlich echt viel verloren. Und einmal normale Medizin auf Victor. Alle anderen blieben wie immer verschont. Knirsch. Knack. Platz. Anführer der Befreiungsarmee, ich werde Samen in der Landschaft pflanzen, die ihr Soldaten zerstört. Hä? Ja, habe ich ja. Erfolgreich gemacht. Klangkristall. Ich glaube, hätte ich die Pflanzen nicht kaputt getreten, wäre er uns beigetreten. War vielleicht ein bisschen dumm. Schon wieder ein Rosenemblem. Geheime Fabrik. Also geben tut's sie noch. Was schnüffelt ihr denn hier herum? Es gibt hoffentlich einen guten Grund oder es wird euch leid tun. Huch, wie kann ich nur so ein Pech haben? Erst werde ich vom Berg verjagt und dann von einer Riesenfrau gefangen. Wie hast du mich genannt? Riesenfrau? Nein, was ich sagen wollte... Mein Glück hat mich verlassen. Ich werde von dieser Riesenfrau verprügelt. Wenn ihr nicht aufhört, mich zu beleidigen, werdet ihr es bereuen. Warte mal, ich habe dich nur einmal Riesenfrau genannt. Ich habe sie auch nur einmal Riesenfrau genannt.
Ja, aber Boss Kessler hat zweimal Riesenfrau gesagt. Ihr Dummköpfe, mich immer wieder Riesenfrau zu nennen, ich werde euch eine Lektion erteilen. Hey, das sind Lennon und Kessler. Ihr seid doch mit Odessa gereist. Kennt ihr diese Kerle, Gameblamer? Ja. Ja, ja, genau. Odessa und dieser junge Herr haben einmal in meinem Gasthaus übernachtet. Ihr Leute sagt ständig Odessa. Meint ihr Fräulein Odessa Silverberg? Wer seid ihr? Anführer der Befreiungsarmee? Oh Gott, ich sag besser dem alten Mose Bescheid. Ihr wollt zur Geheimfabrik, richtig? Folgt mir. Ach so, Moment. Einmal anquatschen. Meister Gameblamer, bitte hilft einem armen Mann. Ich habe ihnen nur einen Tee serviert und sie haben mein Gasthaus demoliert. Meister Gameblamer, ich will der Befreiungsarmee beitreten. Okay. Ich gehe schon einmal den Berg runter. Was für eine Schweinerei. Die kaiserliche Armee fing an, Banditen zu jagen und wir wurden vom Berg vertrieben. Dann hörte ich von der Gründung der Befreiungsarmee. Ich dachte mir, ich trete hier bei und kam her. Ich schätze, ich hatte Glück, den Anführer der Befreiungsarmee zu treffen. Sehr gut. Ich gehe vor, den Berg hinab. Seid auf der Hut, Meister Gameblamer. Bin ich immer. Ihr seid spät. Ihr habt euch Zeit gelassen. Sind die Bergpfade zu holprig für euch? Der alte Mose ist hinten. Mein Name ist Cage. Ich bin weder Verbündeter der Kaiserlichen noch der Befreiungsarmee. Ich arbeite für jeden, der bereit ist, meine Dienstegebühren zu entlohnen. Rekrutieren. Ich soll euch beitreten? Meine Gebühr ist sehr hoch. Ihr müsst mir 20.000 Potsch zahlen, wenn ihr meine Dienste bis zum Ende des Krieges verlangt. Wollt ihr mich noch immer? Ja. In Ordnung. Wenn ihr meinen Wert anerkennt, gehört meine Treue euch. Wir brauchen halt so viel wie möglich, ne? Oh, ihr müsst der neue Anführer der Befreiungsarmee sein. Wir haben vom Angriff auf das Versteck gehört und uns große Sorgen gemacht. Und was macht Odessa nun? Odessa ist verschieden. Ich verstehe. Sie war eine großartige Frau. Ich denke, die Blaupause für den Feuerspeer wurde nun ihr Andenken. Feuerspeer? Habt ihr Feuerspeere? Natürlich. Aber was ist mit einem Boot? Ohne Boot können sie nicht transportiert werden. Ein Boot? Ich habe da eine Idee. Ich habe einen alten Freund in Kirov namens Kun To. Er könnte uns helfen. Nachdem ich ein paar Vorbereitungen getroffen habe, treffe ich euch in Kirov. Sehr gut. Jetzt klauen wir noch was. Fenstersatz 1. Das ist bestimmt für unser HQ. So, jetzt passt auf, jetzt sind wir tricky. Wenn's funktioniert. Mit dem Blinkspiegel gehen wir nämlich jetzt zurück ins HQ. Und dann teleportieren wir uns nach Kirov. Easy peasy, lemon squeezy. Ach so, nicht an Bord gehen. Wir müssen ja seinen Kumpel finden. Wer zum Teufel seid ihr? Jetzt tu nicht so, Kunto. Taiho, lange nicht gesehen. Ich habe gehört, du bist nach Kaku gezogen. Hast du dich entschlossen, wieder bei mir einzusteigen? Nein, eigentlich habe ich eine Bitte. Verdienst du dein Geld immer noch mit Booten, Kunto? Ja, sie sind meine Berufung. Wenn ich nicht arbeite, kann ich nicht essen. Ich würde gern 10 Boote von dir leihen. 10 Boote? Drehst du etwa wieder so krumme Dinger? Die kaiserlichen Soldaten passen in letzter Zeit gut auf. Deshalb kann ich mir keine illegale Arbeit erlauben. Du lehnst wirklich ab? Ich schätze, ich schulde dir was, oder? Ich hole dir deine Boote. Mach mit ihnen, was du willst. 1000 Dank.
Das waren alle. Der alte Mann ist echt fies, eine Frau wie mich diese Ladung tragen zu lassen. Hahaha, das ist wohl etwas viel für jemand Zierliches wie dich. Aber echt. Taiho, diese Leute. Ja, das ist die Befreiungsarmee. Und du bist Mitglied? Nur aus Spaß. Wir sind gerade fertig geworden, Gameblamer. Lass uns gehen. Meister Gameblamer, ich werde mitkommen. Na gut, ich schätze, dann werde ich euch auch Gesellschaft leisten. Unser Team wächst und wächst. An Bord gehen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass wir jetzt eigentlich gar nicht mit dem Boot fahren müssen. Aber wir können mal gucken, was ist denn hier noch? Was ist das? Piratenfort. Na, wenn das nicht Taiho ist, wo ist dein kleiner Bruder? Sei gegrüßt. Wir regeln hier alles. Okay. Ist wohl noch nicht die Zeit, mit denen zu reden über irgendwelche Sachen. So wie es aussieht. Aber schon mal gut zu wissen und schon mal hier gewesen zu sein. Dann können wir nämlich das nächste Mal teleportieren. So. Linksspiegel. Weil, warum sollen wir jetzt hier durch die Gegend fahren? Wenn wir das auch verkürzen können. Vor allem beim durch die Gegend fahren. Ich bin so müde. Ich werde mich etwas ausruhen. Ist okay. Beim durch die Gegend fahren passiert ja auch nichts. Ne? Deswegen war das jetzt schon sinnvoll, sich da zu teleportieren. Kommandant Gameblamer, wir sollten die Panzerkavallerie mit den Feuersperren besiegen können. Bitte gebt den Befehl zum Ausrücken. Dann wird das ja ein hervorragendes Ende dieser Folge, würde ich sagen. Ja, komm, versuchen wir's. Alle Truppen sollen ausrücken. Gebt es an die Soldaten weiter. Diese Schlacht entscheidet über die Zukunft der Befreiungsarmee. Jeder muss sein Bestes geben. Ich bin gespannt. Schlacht mit Theo. Außerdem haben wir jetzt ja noch einige Leute mehr rekrutiert. Da sollte schon was rumkommen. Aber wir brauchen immer noch so wenige. Ihr verschwendet Zeit. Vergeudet keine weiteren Leben. Ha! Wir haben eine Geheimwaffe. Ja, sowas dem Feind zu verraten, ist natürlich auch sehr clever. So, lässt deine Feinde überlaufen. Kundschaften die feindliche Strategie aus. Überlass das mir, mein Herr. Kommt sowieso Kavallerieangriff. Hundertprozentig. Ja, Kavallerieangriff. Verstärkt Nahkampfangriff. Müssen wir ja dann machen. Erblickt die Macht der Wissenschaft. Hier ist der Plan. Hört gut zu und befolgt ihn genau. Okay. Weil ich denke mal, also weil Waldbeschützer, anmutige Soldaten, Kobolde, Ingenieure, aber guck mal, was wir mittlerweile alles haben, ne? Und ich denke mal, aber Magie, da wird nämlich auch nicht Dingens bei sein. Die Feuersperre sind bei Nahkampfangriff. So, dann mal los. Bei meinem Schwert. Ich werde euch besiegen. Oh, guck mal, die gehen echt in Verteidigung. Wow.
Guckt euch das mal an. Wow. Und direkt nochmal Angriff. Niemals etwas von Varkas vom Saifu-Berg gehört. Tja, die Feuerlanzen, die bringen echt eine Menge. Bitte, ich werde mich der Sache annehmen. Mal gucken, ob immer noch Kavallerieangriff ganz vorne steht. Der Plan des Feindes ist... Theos Angriff? Was ist denn Theos Angriff? Ja, wir müssen weitermachen, ne? Hey, hey, hey! Hier kommen wir! Ja. Mein Stockkampf ist immer noch ziemlich gut. Jo. Bam! Das ist doch mal ein schöner Abschluss für diese Folge, oder? Der Sieg über Theo. Über unseren Vater. Vielleicht kommt er ja jetzt wieder zurück zu uns. Hat bestimmt auch eine schwarze Rune am Handgelenk. Unglaublich. Ich glaube das nicht. Glaub's ruhig. Haha, wow. Wir haben die Panzerkavallerie abgefackelt. Diese Feuersperre sind unglaublich. General Theo McDull, eure Armee ist besiegt. Bitte ergebt euch. Wie kannst du es wagen? Unsere Armee wird sich nie ergeben, selbst wenn sie bis auf den letzten Soldaten besiegt wurde. Ich opfere dieses Leben dem Reich und Meister Theo. Alan, Brenzil, bleibt ruhig. Was wollt ihr tun, General Theo? Alan, bitte bleibt zurück. Duell. Gameblamer McDull, Verräter an Kaiser Barbarossa. Der meistgesuchte Kriminelle des Landes. Ich, Theo McDull, werde dich im Namen seiner Majestät bestrafen. Nimmst du meine Herausforderung an? Gameblamer, Kommandant Gameblamer, seid nicht töricht. Köpfe diesen Mann. Ich will dich nicht bekämpfen. Du bist der Anführer der Befreiungsarmee und bringst Gefühle in den Kampf? Bring mich nicht zum Lachen. Ja, ich hatte gar keine Wahl. So. Hier komme ich, mein Sohn. Wilder Angriff. Nachdem ich nun Zeuge deines Könnens wurde, zeige ich dir, wozu ich in der Lage bin. Mache ich auch. Tja. Das war's. Du bist zum Mann gereift. Dankeschön. Meister Theo. Meister Theo. Gameblamer McDull, mein Sohn. Du bist so stark geworden. Ich lebte für meine Überzeugung und ich bereue nichts. Du musst ebenso für das leben, woran du glaubst. Ich gebe meinen Segen für deine Entscheidung. Meister Theo. Meister Theo, sterbt nicht. Was wird ohne euch mit dem Reich passieren? Alan, Brenzil, ich habe eine Bitte. Ja, Meister Theo. Ich kämpfte aus reiner Sturheit für den Kaiser und nur für den Kaiser. Aber ihr beide müsst, nur weil ich es tat, meinen Weg nicht folgen. Das Rad der Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Alan, Brenzil, ich möchte, dass ihr euch beide der Befreiungsarmee anschließt und meinem Sohn helft. Das ist das Beste für euch beide. Meister Theo. Gameblamer, mein Sohn, ich bin froh.
Das größte Glück, das ein Vater erfahren kann, ist es, zu sehen, wie der Sohn ihn selbst übertrifft. Viel Glück, mein Sohn. Gameblamer. Warum mussten wir den denn direkt töten? Das war doch unnötig. Meister Theo. Seelenfresser erreicht Level 3. Ui, okay. Das Licht im Seelenfresser. Alle Truppen abziehen. Gebt das Signal. Okay. Ja, meine Lieben. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. In dieser Folge ist ja schon sau viel passiert. Und ja, hoffen wir, dass es beim nächsten Mal genauso aufregend weitergeht. Ich hoffe, ich sehe euch dann wieder. Vergesst das Abonnieren und den Daumen nach oben und die Glocke nicht. Mein Gott, was für eine Ansage, oder? Vergesst es aber nicht. Okay. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Gameblamer.